Alles beginnt wie immer mit dieser Leidenschaft. Sammeln und restaurieren. Oldtimer-Treffen, das ist die Messe für Bastler, Sammler, Schrauber, eben Liebhabern von Altteilen. Das Gneuener Oldtimer-Treffen ist dafür das richtige Parkett für den Auftritt eines Nostalgikers. Einen großen Festumzug in der Stadt haben ab 13 Uhr, wo Sie gerne alle beteiligen können am Umzug, wenn Gisbert das erlaubt, aber wird schon erlauben. Und dann denke ich, ist es ganz hervorragend. Und ich wünsche alles Gute und dass wir gemeinsam den Tag gut verbringen. 12 eine kleine Ausfahrt starten, Fahrzeuge mit einem Pokal auszeichnen, dann die am weitesten angereisten Fahrzeuge, Baujahr vor 1977. Gutes Gelingen heute und hoffe, dass uns der Regen erspart bleibt. Dankeschön. Die Freude eines Sammlers, sprich Schraubers, steht ihm förmlich im Gesicht. Sein original restauriertes und gepflegtes Teil zu präsentieren, ist der Kick. Um stolz sein zu können auf das Vollbrachte und Geschaffene. Das Gneuener Oldtimer-Treffen besticht durch ausgezeichnete Organisation und Verantwortlichkeit und steht damit auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Das sollte auch im Jahr 2007 anlässlich der 750-Jahr-Feier der Wabelstadt so sein. Sauber ist heute Morgen und nicht geregnet hat. Aber auch der Schule, das ist klassisch.
Na, oder was? Ja, ist doch gut. Auch die jüngere Generation hat die Liebe an den Nostalgikern und den Oldtimern entdeckt. Die nostalgischen Fahrzeuge aus DDR-Zeiten lassen immer wieder das Erlebte, die Erfahrung, die jeder Einzelne mit dieser Fahrzeugkultur gemacht hat, lebendig werden. So, bitteschön. Stehen gelassen. Da wusste das Ziel am Ende. Wollte ich mal anschmeißen, mal sehen, ob das Ding das geht. Oder? Das ist. Ja, ja. Stell dir nicht mit der ganzen Körper davor, so verdeckt den kleinen Motor. Hallo. Gehen. Ja, das ist klar, Egon. Das ist klar. Das ist so.
exotisch die Auswahl und Geschmäcker der Sammler und Schrauber. ADAC und wir kämpfen jetzt um den grünen Band. Das ist ein Kristall, aber sieht ganz prima. Und das ist ja nur geschnitten. Die Rennnostalgiker sind besonders bei der Jugend beliebt. Das hat man als Oldtimer und als Oldtimer-Freund immer noch im Auge. Ist noch keiner drauf jetzt? Das waren auch 750, das war etwas wenig geschätzt, so bei 300. Hier steht es drauf, es steht 350, also wir haben schon gemerkt, so, thank you.
Um dann mit einem Fahrzeug festzustellen, wie schnell können unsere Kinder denn fahren und vor allen Dingen, wie sicher sind sie auf den Fahrzeugen. Sie können Slalom fahren, sie können Geschwindigkeitsmessung vornehmen. Viel Spaß und viel Freude bei der Tetroer Verkehrswacht. Fahrzeug in Liebe restauriert und wir können wirklich sagen, dieses Fahrzeug, das werden wir noch genau erfragen können. Wir grüßen den Fahrer des Brief. Einen schönen guten Tag. Kommst du mal hoch zu mir? Wir wollen ja einige Einzelheiten wissen. Zum Beispiel, was ist das für ein Baujahr? 1931, also eine gute Vorkriegsware, dass man sagen kann, so sah der, als du bekommen hast, garantiert nicht aus. Wie lange hast du gebaut daran? Meine Damen und Herren, 7 Jahre wurde an diesem Fahrzeug nicht nur gebaut, gemacht. Das ist nicht der Knackpunkt, das Geld, Initiative und Liebe. Und das macht ein Fahrzeug zu diesem Schmuckstück, was wir sehen können. Und wie war der Vorname? Der Willi aus Sades, richtig? Ja? Hat sich mit dem Fahrzeug vorgestellt, gesagt, ich brauche keine Speichenputzen, das sind Holzspeichen. Aber meine Damen und Herren, da kann auch der Wurm drin sein. Den Verkehrsstab kennen wir kaum noch, sieht aber sehr gut aus. Auch die Muschel hier oben auf der Rampe, sein Fahrzeug. Er hat die Sicherung gefahren, ist gut hier oben angenommen. Das Gneuener Oldtimer-Treffen ist schon lange nicht nur ein Treffen. Es ist ein Ereignis, ein Muss, ein Event der Oldtimer-Spitzenklasse. Pünktlich und diszipliniert gingen die schicken Oldtimer auf die Ausfahrtsreise. Jeder möchte dabei sein, sehen und gesehen werden. Das haben die top restaurierten Teile allemals verdient.
Heute muss ein wenig Benzin bzw. Diesel eingespart werden. Den brauchen einige Oldtimer und Nostalgiker für den Umzug anlässlich der 750-Jahr-Feier. Dort spielen sie eine wesentliche und realistische Geschichtsrolle. Dieses Bild der Geschichte hat jedoch nur noch Seltenheitswert. Den Eröffnungsreigen der Geschichtsbilder hatten die vier PSler inne. Nicht schon wieder! Wir waren schon mal bei dir drauf. Wir wollten es gerne sehen. Der Schatten des Ablasses ist das Netz. Sie waren ebenfalls anmutig anzusehen. Eigentlich sehr schade, dass wir auf dieses Bild der Neuzeit zunehmend verzichten müssen. Soweit. Der Aufmarsch der Oldtimer. Für den Liebhaber und Kenner der Szene schlug das Herz jedoch besonders aktiv und schnell.
und wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt. Dabei sein ist alles. Und dieser Film ist ein Zeitzeuge dafür. Arbeit getan. Es tat gut, gesehen zu werden. Freuen wir uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin gibt es bestimmt noch einiges zu schrauben und zu restaurieren. Thank you.